Willkommen zurück, meine Freunde. Hier ist euer Master 3D und dieser kolossale Verfall. Ihr könnt euch aussuchen, wer ist. Wie soll ich denn das Ding besiegen? Was bist du? Geh weg. Geh weg. Nein, das hat mich. Wow. Ich weiß, wie ich dieser Sache ausweichen kann. Bombe hinlegen. Oder? Oder nicht? Aua. Alter, ich bin gerade voll nervös. Wie kann ich dem denn schaden, verdammt? Aua. Wie kann ich doch bestimmt nicht zurückschlagen, oder? Kann ich mir nicht vorstellen, dass da mein Regenschirm was helfen wird. Boah, grausam. Ich muss die Köpfe wahrscheinlich einfach tot kriegen. Ja, und dafür könnte ich jetzt eine gute Waffe gebrauchen. Die ich nicht habe, ne? Nee, bringt nichts. Wow, watch. Den Kampf werde ich wohl definitiv verlieren. Können wir uns drauf verlassen, Freunde. Was passiert jetzt? Hilfe! Boah, du rabiates Mistvieh, ne? Schön ausweichen, Alice. Schön ausweichen. Jetzt habe ich wenigstens einen guten Blick. Komm, häng irgendeinen Kopf raus. Das Vieh ist asozial, also Respekt. Das bringt ja gar nichts. Scheiße. Wie soll ich dem jetzt so gerecht werden? Sag mal bitte. Ich probier's mit dem Hammer. Nein, das funktioniert nicht wirklich. Einmal Zielmodus anmachen und einfach draufschießen. Das macht jetzt extremsten Schaden. Jetzt bin ich tot. Wow, ich habe keine Taktik für das Vieh, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Also wie ich... Das eine ist ja noch klar, wie ich hier so einigermaßen den Schaden entrichten kann. Aber was soll ich machen, wenn er auf mich zugelaufen kommt? Ich habe gedacht, wenn ich da eine Bombe hinsetze, dann nimmt er die Bombe stattdessen in Klammern in den Mund. Aber irgendwie macht er das auch nicht. Na gut. Probieren wir es nochmal. So, jetzt auf die Totenköpfe. Kommt wieder auf mich zugelaufen. Hilfe, geh weg. Nein. Ja, es funktioniert hier alles prima. Also, Respekt, Master, wie du das wieder alles in den Griff kriegst. Ich brauche unbedingt eine bessere Pfeffermühle. Nein. Jetzt habe ich eine Taktik dagegen gefunden. Und zwar, wenn er mich greift, dann einfach diese Blumendinger da machen. Also ausweichen im Endeffekt. Achtung, ich demonstriere das mal. Ja, ne? Weil irgendwann hört er damit auch auf. Ja. Hat ja super funktioniert, oder? Ich hab's drauf, Freunde. Ich hab's einfach drauf. Jetzt hör auf mit dem Scheiß. Geh weg von mir. Scheiß Pfeffermühle, überhitzt so schnell. Komm, den Totenkopf kriegen wir noch. Ja, den haben wir gekriegt. Sehr schön. Ja, ich könnte mir vorstellen, mit der anderen Waffe könnte ich voll in den Nahkampf gehen. Ja, damit kann man dem schon gut schaden. Toll, weißt du, haben wir uns gleichzeitig zerstört. Schön dranbleiben, Alice. Scheiße, Waffe ist überhitzt. Das ist nichts gut, das ist gar nichts gut. Muss ich andere Taktik haben? Aber warte, jetzt kann ich wieder rum. Weg da, Alice, weg da. Der ist doch definitiv noch nicht besiegt. Doch, der ist besiegt. Na, das nenne ich ja mal Glück, Freunde. Das war nur Glück, definitiv. Zu Talent gehört doch ein bisschen mehr dazu, aber das habe ich definitiv gerade nicht gehabt. Oh mein Gott. Das Vieh war ja echt ein Akt für sich, möchte ich ja mal behaupten. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet, ne? Okay, hier ist nichts mehr zu holen. Dann gehen wir weiter. So viel Zeit muss sein. Oder der kommt jetzt hier wieder in der nächsten Phase sozusagen, ne? Ich drücke mal auf C. Alter, wo komme ich denn hier hin? Ich höre wieder eine Schweineschnauze und ich gehe mal erstmal hier ins... Blume. Dahinter soll eine Blume sein. Ja, die will ich haben auf jeden Fall. Oh ja.
Oh ja, sehr gut. Zähne, immer her damit. Gibt's hier noch irgendwas Schönes? Nein. Hier muss ich rüber. Uah. Hallo, ich war drauf gewesen. Und dann mache ich mich klein und fall runter. Ja, logisch. Das ist schon ein... Uah. Ein kleinen Hauch von Ungerecht. Uhuhu. Okay. Noch ist alles im grünen Bereich, Freunde. Noch klappt's. Was jetzt? Ah, darüber. Okay. Ah, cool. Ja, darüber freue ich mich immer. Lenke Attacken des treibenden Verfalls mit dem Regenschirm um. Okay. Verlorene Seelen zeigen in der Offensive oft Schwächen. Keine Zeit zu verlieren. Wir haben doch keine... Töte oder werde getötet. Ja, das ist dann natürlich mal... Alter, wo kommt denn hier her auf einmal? Hilfe! Okay, ich muss sie also töten. Gut. Jetzt kann man mal lernen, wie dieses Ding auf diese Teekanne hier reagiert, ne? Diese Waffe. Das zerstört sie noch nicht komplett, aber... Oh doch, das zerstört sie komplett. Wie geil ist das denn? So, jetzt ist die Frage. Töte ich den zuerst? Uah. Ohne runterzufallen im besten Falle. Bam. Auatsch. Nein. Da ist die Teekanne hinter mir. Die Teekanne. Die sollte ich anvisieren. Genau. Oh, halt die Schnauze weg von mir. Jetzt kriege ich die Teekanne kaputt, oder? Komm, hau nochmal drauf, Alice. Vielleicht klappt's ja. Ja. Nein. Klappt nicht wirklich. Aua. Bäm, jetzt ist er aber kaputt, oder? Schlecht. Das war schlecht. Aber einen neuen Versuch kriege ich noch, oder? Ja, Glück gehabt. Boah, stellt euch mal vor, man hätte keinen zweiten Versuch mehr. Ne? Das wäre schon fies. Dann hätte ich definitiv nicht die maximale Lebensenergie erreichen können. Ach, stimmt ja, genau. Wenn ich jetzt das schaffe, dann müsste meine Lebensenergie wieder erweitert werden. Das heißt wieder, es ist ja noch nie vorgefallen, aber zumindest könnte es jetzt möglich sein. Cool. Ah, diese Teekannen, ne, die machen mich fertig, ohne Scheiß. Die sind echt übelst. Wo man meinen sollte, dieser komische Verfall da hinten ist schlimmer, aber nein. Die Teekannen zu zweit oder zu dritt... Keine Zeit zu verlieren. Halt die Schnauze. Sind übel. Ich sollte mich echt erst um den kümmern. Ah. Aua. Weißt du, da weichst du dem einen aus und der andere kommt von hinten. Das ist natürlich nicht gerecht. So, seine Defensive ist schon mal kaputt jetzt. Jetzt habe ich gute Karten. Ich habe zwar keine gute Fernkampfwaffe. Uah. Ja, genau. War klar, dass du mich nur rennst. War klar. Ist gut. Ist, komm her. Hast doch sowieso keine Chance gegen mich. Ah. Weg da. Teekanne kommt. Boah. Aua. Das habe ich nicht gesehen. Leider. Boah, wie soll ich das denn meistern hier? Ah, okay. Der hat den anderen angegriffen. Das war mein Glück gerade. Cool, der tötet den anderen gerade. Weg da. Aber das schadet denen komisch. Ach so, ich habe was vergessen. Ich kann noch diese Dinger hier werfen. Damit sind sie abgelenkt. Haha, jawohl. Ja, hat ja super funktioniert, ne? Muss man ja auch einfach mal dazu sagen, wie das funktioniert hat schon wieder. Scheiße. Komm, wirf doch. Jetzt. Jawohl. Ja, aua. Jetzt habe ich eine gute Karte. Jetzt habe ich gute Chancen. Komm hin, Alice. Hin. Denn wenn ich den besiegt habe, dann kriege ich schöne Lebensenergie zurück. Komm, Alice. Komm, drauf. Du hast nicht mehr viel Zeit. Ja, genau so. Okay, ich kriege gar keine Lebensenergie. Ja, sehr schön. Ah, nein, genau da stand ich natürlich im Tee drin, weißt du. Scheiße, ich bin so schlecht. Es wird eine Special-Folge, wie man am besten sterben kann in Alice Madness Returns. Egal, alle guten Dinge sind drei. Ich bin jetzt beim dritten, also ich habe noch eine faire Chance, ne? Oh. Ich weiß nicht, habt ihr das schon mal selbst gespielt? Dann sagt mir doch mal, wie ihr da wart. Das ist ja echt furchtbar. Ich krieg das anscheinend nicht so gut hin. Ich weiß nicht, um wen ich mich zuerst kümmern soll. Um diesen komischen Verfall da hinten oder um die Teekanne. Aktuell bin ich der Meinung, es sollten die Teekanne sein, weil als ich beim ersten Mal mich um die Teekanne konzentriert habe, da lief das besser. So. Probiere ich das jetzt. Zack, schön drauf. Uah, weg da, Alice, schön weg. So, die eine Teekanne ist gleich Geschichte.
Und zwar genau jetzt. Sehr schön. Jetzt kümmere ich mich um die andere Teekanne. Weil dieser treibende Verfall da schon wieder in der Nähe ist, ne? Wie auch immer man den nennt, wollte ich sagen. Ah, schön ausweichen, Master. Das war gut, das war gut. Jetzt, Freunde, jetzt habe ich eine gewisse Chance gegen den. Jetzt kann er ruhig angreifen, wie er will. Ja, noch nicht ganz wie er will, aber schon fast wie er will. Ich muss ein bisschen nach hinten gehen, damit er seine komische Wurfattacke macht. Uah. Wie hast du mich jetzt getroffen, du Arsch? Ist ungerecht, aber ich akzeptiere das. Uah. Schön ausweichen, Master, schön ausweichen. Schieß doch mal, jawohl. Damit seine Defensive kaputt geht, damit ich ihn auch Schaden anrichten kann. Genau so. Jetzt habe ich eine Chance. Sehr schön. Haha, haha, ich kann gewinnen, ich kann gewinnen. Ja komm, schmeiß doch, mir doch egal. Das kann mir nichts anrichten. Bäm. Ah, er schützt sich wieder. Haha. Jetzt bin ich gut. So, jetzt weiß ich, warum er mich beim vorletzten Mal so getroffen hatte. Weil ich zu früh ausgewichen bin. Der plant das erste Mal kurz bevor er vor ihm steht. Ich habe überlebt. Was? Okay. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Und noch sieht ja alles gut aus. Oh, scheiße, ne? So, komm, komm. Weg da, wow. Boah, das ist nicht leicht, ne, Freunde? Das ist echt nicht leicht für mich. Boah. Das ist echt ein harter Kampf. Respekt für das Spiel. Nein, ich hätte den kaputt machen können. Jawohl, habe ich von der Ferne gerade noch so geschafft. Aber wenigstens ist dieser komische Gammelverfall da ganz weit hinten. Oh, der kommt aber auch gerade langsam näher, sehe ich gerade. So, Teekanne Nummer. Hä, ich dachte, ist kaputt. Jetzt ist sie kaputt. Wow. Ah, eine Teekanne noch. Und dieser komische Vogel. Vielleicht blocke ich jetzt gerade mal. Jawohl. Jawohl. Schön, das hat mir Zeit gegeben, ein kleines bisschen. Wow, weg da, alles weg da. Jetzt habe ich eine gute Chance. Ich hoffe, das war auch der letzte Kampf, der auf mich zukommt. Ansonsten... Was? Man konnte die ganze Zeit nicht runterfallen und dann falle ich hier runter. Ah, okay. Okay, alles ist gut. Sie bestrafen das nicht. Was ich ja eigentlich gedacht habe gerade. Ich wollte gerade schon anfangen zu weinen, aber es ging gerade nochmal gut. Haha, komm her. Nicht blocken. Juhu. Genau so. Wow. Jawohl, Freunde, das kriege ich hin. Also der Kampf müsste meiner sein. Behaupte ich jetzt einfach mal so dreist. So, wirf deine scheiß Bälle. Komm schon. Yeah, Baby. Und yeah, Baby. Und yeah. Ah, er blockiert wieder. Jetzt kann ich ihn fertig machen. Komm. Nochmal ausweichen am besten. Sehr gut. Nein, er blockt schon wieder. So. Boah, ja, hör auch mal auf zu blocken. Müssen wir fertig damit jetzt. Willst du einen harten Kampf abliefern, mein Freund? Erfolg! Juhu! Komm, Alice, nicht trödeln. Du hast schon den Zug verpasst. Junge, du hast ganz schön große Probleme, weißt du das? Ja, mal die Rose rot an. Wow, ich bekomme eine neue Rose. Wie lieb. Für die Action hätte man mindestens 5 kriegen müssen. Aber okay, wir wollen ja auch nicht geizig werden, ne? Ist ja auch klar. Doch, eigentlich schon. Eigentlich doch, ich will geizig werden. Das war ungerecht. Ich will mehr. So, hier brauche ich ja nicht mehr hinspringen. Doch, das ist der Rückweg, logisch. Da sollte ich schon mal drauf. Und zurückschweben. Sehr gut. Nehmen wir nochmal die andere Waffe in die Hand und holen uns nochmal gerade diese Sterne, wollte ich gerade sagen. Genau, wir sind hier nicht bei Mario. Ich wollte Zähne sagen, definitiv. Boah, kranke Scheiße. Ich habe gerade die Schweineschnauze übrigens gesehen. Also, aber irgendwie will ich da ja gar nicht rein, ne? Man sieht die Schweineschnauze nur, wenn man klein ist. Okay. Das ist auch neu. Kriegen wir eine neue Waffe oder irgendwas? Das wäre schön. Nein, wir dürfen uns jetzt eine Flasche holen. Yibi. Die ich gar nicht gesehen hätte, mal wohl gemerkt.
Oh Mann. Hier sieht's aus, als ob man direkt zum Metzger gehen würde um die Ecke. Bilder sagen mehr als Worte. Manchmal mögen wir sie nicht, manchmal verstehen wir sie nicht. Da hast du recht, Grinsekatze. Oder Shishaya Cat. Muss man ja einfach mal so sagen. Was ist das denn hier? Das sind Fischköpfe oder sowas, ne? Ih, Alter, ist ja übelst heftig. Wurde ja voll massakriert. Okay, hier kann ich auch nirgendwo durch. Ah, dann gehen wir mal schnell hier wieder weg. Ist ja abartig. Oh, hier kann ich hoch. Komme ich in eine neue Fischstadt oder was ist hier los? Nee, ich komme ins Theater zurück, sehe ich gerade. Cool. Boah, hier ist es komplett dunkel. Hier würde ich runterfallen. Ja, und hier komme ich nicht drauf. Na gut. Das ist ja schon wieder ein grausames Spiel, was hier abläuft. Warum gehen gerade die Frames runter? Verstehe ich nicht. Ah, ich muss hier lang, ne? Aha. Oh. Hallo. Wie geht's, wie steht's? Wow, das Theater ist zumindest schon mal voll. Das sieht ganz geil aus hier drin, ne? Ziemlich bizarre Show. Das reicht jetzt, denke ich. Genug Vorgeplänkel. Hier kommt, worauf alle gewartet haben, was beweist, dass ich keine Vorurteile, dafür aber einen feinen Sinn für Humor habe. Schwert und Krone zählen ja nicht. Alle dürfen ein Tänzchen baden. Könige, Lords und Talaren gezücht, die Blauen und die Weißen kragen.